Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier auf dem Luftschiff der Paladine und sind bereits zum Ritter im Dienste des Älteren ernannt worden. Ja, wortwörtlich im Dienste des Älteren, denn unser Big Boss ist da oben und der ist der Ältere. Ja, der Titel ist einfach der Ältere. Bist du auch neidisch auf die Soldaten oder die Einsatzgelehrten? Schließlich ist bei denen mehr los als bei uns. Vergiss es. Ach, ich dachte, da redet wer mit mir. Gern noch erleben. Und danke, irgendwo höre ich deine Katze miauen. Zugeben, dass unsere Brüder und Schwestern auf dem Boden den ganzen Ruhm einheimsen. Naja. Servus. Wir halten hier oben alles am Laufen. Auf jeden Fall. Kein Ort, an den sie zurückkehren können. So darf ich jetzt mal? Gibt es mehr als genug Ruhm für uns alle. Bla bla bla. Auf jeden Fall sollen wir mit Paladin Dance sprechen und das werden wir auch konntest gleich machen. Hallo, servus. Da bist du ja. Ziemlich beeindruckend. Wie lief es mit Alle Magister Maxton? Ja, Maxton, Alter. Er ist entschlossen. Er ist beeindruckend. Er ist wahnsinnig. Ja, aus meiner Sicht ja, aber der Typ ist halt einfach entschlossen. Er ist ein sehr entschlossener Mann. Er klingt, als stünde er hinter allem, was er sagt. Natürlich tut er das. Könnte es auch anders sein. Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen, wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Yep, das habe ich mir nämlich schon gedacht, weil er ist nämlich unser Fürsprecher, sprich er bürgt für uns und unsere Taten. Ich bin vorsichtig, ich lasse dich nicht im Stich, ich mag keine Kontrolle für Sprecher. Nein, ich lasse dich nicht im Stich, hoffentlich. Ich werde dich nicht enttäuschen, Dance. Versprochen. Gut. Okay, ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen, aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Und Hancock dann heimschicken? Ich meine, ein Bäuschen hätte sich schon verdient, ne? Und immerhin, er hat eine Powerrüstung, ne? Mich begleiten? Entscheide du. Gehen wir. Ich gehe allein. Nö. Passt schon. Komm du mit. Klingt gut. Auf geht's. Wunderbar. Dann werden wir ihn, also unseren Hancock, werden wir nach Sanctuary Hills schicken. Und bei passender Gelegenheit darf er ihm auch die Feldarbeit dort in Angriff nehmen. Würde ich meinen. Danke, Kumpel. Pass auf dich, ne? Subi. Stählende Schatten. Ja, mir gefällt das manchmal. Hancock. Ach, hallo. Geht's wieder los? Ich glaube, ich blende ihn immer noch. Willst du reisen? Hast du noch Lust, gemeinsam zu reisen? Schön, die Crew wieder zusammenzubringen. Oh, später dann. Tut mir leid. Nicht. Wie du meinst. Komm gut nach Hause. Nadun. Du deckst meinen Rücken, ich deinen. Ja. Na gut, Schnucki, dann gehen wir's an, ne? Wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Hallo? Du zeigst wohin, ich schieße. Oh, ich musste dir das zeigen? Ist ein grandioses Schiff und wir können uns glücklich schätzen, sie zu haben. Schieß einfach auf alles, was sich mir in den Weg stellt, beziehungsweise was mich umbringen will. So ist besser formuliert. Unsere Beziehung und so. Was denkst du über unsere Beziehung? Ich glaube, wir könnten ein recht effektives Team sein. Okay. Wenn du lernst zu kooperieren. Danke. Was soll das wieder heißen? Meinung? Was meinst du? Ich sollte hier wirklich mal meine Rüstung anpassen lassen. Das war alles. Bestätige. Wenn die Pflicht ruft, darf keine Zeit vergeudet werden. So viel Smalltalk bin ich gar nicht gewohnt, ne? Gut, wo sollen wir denn jetzt als nächstes hin, bitte? Tarten. Dienstliche Tour. Wie? Triff Protektor Quindlen. Tagen und Ingram. Und wo? Ah, und noch jemanden. Ritter Captain Kate. Kate. Und wo? Da hinten? Zumindest leuchtet da schon mal so ein... da haben wir schon jemanden. Freut mich, dass du endlich vorbeischaust, Soldat. Bereit für deine medizinische Untersuchung? Ja. Warum eigentlich? Welche medizinische Untersuchung? Mir geht es gut. Kein Grund zur Sorge. Ich habe nur ein paar einfache Fragen zu deiner Krankengeschichte.
Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass du nichts hier hochschleppst, was eine Gefahr für die Besatzung darstellen könnte. Ich stelle dir jetzt einige medizinische Fragen und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und Gewissen antwortest. Erste Frage. Warst du als Kind jemals längere Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Nein, ich habe auf der Alm gewohnt. Achso, Entschuldigung, ich muss jetzt in das Spiel denken, ne? ich wohne auf der Alm, so muss ich sagen. Voltec-Überwachungssystem. Sarkastisch vor dem Krieg. Schau in deine Akten. Voltec-Überwachungssystem, glaube ich, ne? Alles in Ordnung. Wäre das dem Überwachungssystem von Voltec nicht längst aufgefallen? Dem Überwachungssystem von Voltec? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Du warst bitte. Ein Vault-Bewohner? Wahrscheinlich bist du gesünder als jeder andere hier an Bord. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach nur die Fragen durchgegangen. Du verstehst das sicher. Gut, zweite Frage. Hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Also maximal Grippe, aber sonst? Noch nie krank? Du machst Witze, Krankheiten, aber das ist schon ewig her. Gab es Probleme mit ansteckenden Krankheiten unter der Besatzung? Also, ehrlich gesagt, ja. Es kommt mitunter vor, dass unsere Erkundungstrupps Kontakt mit kontaminierten Umgebungen oder kranken Kreaturen haben. Wir möchten verhindern, dass ein einzelnes Besatzungsmitglied das ganze Schiff ansteckt. Aber bei dieser Untersuchung geht es um dich. Also, hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Noch nie krank. Du machst Witze, ich erinnere mich nicht. Eigentlich, ganz ehrlich, ich war wirklich nur in der Kindheit mit Grippe und so, aber das war es dann auch schon. Ich war noch nie in meinem Leben wirklich krank. Gut, gut. Dritte Frage. Bitte antworte ganz ehrlich. Freilich. Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als nicht menschlich bezeichnet? Ja, ich wollte halt mit Hancock anbandeln, aber sonst, ne? geschieht das oft? Sarkastisch, niemals. Nicht mein Typ. Geschieht das oft? Kommt das so häufig vor, dass es dafür eine eigene Frage geben muss? Du würdest dich wundern, wie viele Ödländer diese Frage mit Ja beantworten. Aber jetzt seid ihr im Ernst. Betrachtet die Bruderschaft derartiges Verhalten als höchst geschmacklos. Da du ja nicht sonderlich viel Zeit im Ödland verbracht hast, gehe ich davon aus, dass die Antwort Nein lautet. Letzte Frage. Hättest du ein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten? Egal ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Moralfrage. Denke schon. Nur zu meiner Selbstverteidigung. Überhaupt kein Problem. Moralfrage. Das ist mehr so eine Moralfrage, oder? Oh, absolut. Ich bin der Ansicht, dass der geistige Zustand der Besatzung so wichtig ist wie der körperliche. Jeder, der im Gefecht aufgrund fehlgeleiteter moralischer Werte beim Schießen zögert, ist nicht für die Bruderschaft geeignet. Also, wie steht es mit dir? Hättest du ein Problem damit? Ich hinterfrage einfach zu viel, aber da wir bei den Kerlen mitmachen wollen, denke schon, nur zu meiner Selbstverteidigung. Überhaupt kein Problem. Ganz ehrlich, nur zu meiner Selbstverteidigung. Wenn mein Leben in Gefahr ist, tue ich was auch immer nötig, um mich zu verteidigen. Das ist eine akzeptable Antwort. Und okay. Auch die häufigste. Hervorragend. Damit hätte ich alle Informationen, die ich brauche. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht umgehend diensttauglich zu schreiben. Wenn du je medizinische Hilfe brauchst, dann sag es mir. Ich habe jetzt ehrlich damit gerechnet, dass diese Antwort komplett falsch ist. Weil man da ja sehr militärisch gedrillt ist, ne? Da muss ja alles reflexartig geschehen, da hat man keine Schön, Zeit zum Nachdenken. Zu sehen, Ritter. Kann ich was für dich tun? Was gehört? Handeln. Mich heilen? Eigentlich kannst du radioaktive Strahlung heilen. Ja, wirf mal bitte einen Blick drauf, Doc. Nun, um das Problem beheben zu können, muss ich erstmal wissen, was los ist. Abhängigkeit, Strahlung heilen. Oh, oh, das geht echt. Dumme Strahlung heilen. So viel Strahlung. Ich fühle mich krank. Wir bringen das in Ordnung, keine Sorge. Cool. Ich finde das gerade cool. Fertig. Danke. Und, gibt's noch irgendwas anderes, was dich plagt? Na, eigentlich alles gut. Nein,
Wir sind fertig. Okay. Pass da draußen auf dich auf, Soldat. Danke. Nettes Kerlchen. Ja. So, wer ist das nächste Opfer? Der nächste Kerl, der wir besuchen sollen. Ach, hier, eine Dame, gut, ne? Da bist du ja endlich. Na, doch ein Kerl. Leg die Bücher einfach irgendwo hin. Ich schaue sie mir an, sobald ich Zeit finde. Ich glaube, ich soll das Licht vielleicht ausschalten. Habe ich noch das Licht an? Ich habe keine Ahnung. Bücher, sarkastisch, verwechselst mich. Putz deine Brille. Alter. Bücher? Was willst du nur mit all diesen Büchern? Ich kann meine Arbeit wohl kurz einmal unterbrechen und mich deiner Frage widmen. Freundlich. Wesentliche Information. Wie du meinst, zustimmen, widersprechen. Ja, das Welche erste. Welche Bücher enthalten denn wesentliche Informationen? Technische Handbücher, Reparaturanleitungen, Entwurfsabhandlungen, medizinische Forschung. Alles, was das Wissen der Bruderschaft erweitert. Deshalb ist für mich alles andere wertloses Papier. Aha. Wie du meinst. Zustimmen, widersprechen. Zustimmen? Der Müll muss natürlich entsorgt werden. Freut mich, dass du das auch so siehst. Da du ja offensichtlich nicht die Person bist, die ich erwartet hatte, würde es dir etwas ausmachen, mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen? Später wiederkommen, mache mich vertraut, die Crew kennenlernen. Frag mich das auch. Na, die Crew kennenlernen. Maxon wollte, dass ich die Besatzung kennenlerne. Du warst der Nächste auf meiner Liste. Ah, ja. Du bist sicher der neue Rekrut, den Paladin Dance in seinem Bericht erwähnt hat. Mhm. Unter normalen Umständen würde ich dir eine angemessene Einweisung in meine Abteilung erteilen. Mhm. Allerdings stehe ich enorm unter Zeitdruck, da ich Forschungspatrouillen einteilen muss und mit Anfragen zu technischen Dokumenten überhäuft werde. Leider fehlt mir das Personal, um das alles hinzubekommen. Arme Sau. Technische Kommunikation. Forschungspatrouillen? Ich könnte helfen. Frag doch einfach. Ich würd sagen, ich könnte helfen. Vielleicht könnte ich dir ja unter die Arme greifen. Das wäre hervorragend. Halte bei deiner Patrouille im Commonwealth die Augen offen nach Blaupausen, Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen. Also nach allem, was brauchbare technische Daten enthält. Ich bin autorisiert, dich für jede Dokumenteneinheit zu entlohnen, die du findest. Oh. Und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest, habe ich eine Menge, die noch Personal benötigen. Wie die Ach so? Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Ritter. Der ist doch freundlich. Zuerst habe ich gedacht, das ist wieder so ein Schnöseltyp, aber nö. Entschuldigung, Dr. Quinlan. Bitte, stell dich ruhig erst den anderen vor. Aber ich hoffe, dass du mir danach helfen wirst. Ja, ich wollte eigentlich schon mal schauen, ob ich dir helfen kann. Jetzt habe ich schon mal gedacht, ich fantasiere und höre eine Katze, da liegt der eine. Und wie Katzen eben liegen, glaubt man auf den ersten Blick, die ist verreckt. Dabei ist die Quick lebendig. Hast du auch einen Namen? Na, Schatzi? Schönes Viechlein. Schöne Fellfarbe vor allem. So, wer ist der Nächste auf unserer Liste? Scheint da unten zu sein. Lalilag, servus. Die Befreiung des Commonwealth ist eine gewaltige Hürde. Ja. Oh, versuch's mal. Nichts. Ich sollte vor 10 Minuten Bericht erstatten. Wenn du es nicht reparieren kannst. Ich kann. Du musst es ja unbedingt den Meyer. Wenn es darum geht, die Pridwin am Laufen zu halten, wie ist wegtreten. Dr. Ingram die Beste. So, funktioniert. Aha, ja, genau, zu der wollen wir auch. Ich schulde dir. Hallo. Also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat. Ja. Nicht ganz, was ich erwartet habe. Was soll das jetzt heißen, bitte? Erwartung? Ich kann mich zur Wehr setzen. Du klingst enttäuscht, mir egal. Na, du klingst enttäuscht. Du hörst dich enttäuscht an. Nicht enttäuscht, nur überrascht. Du siehst nicht wie die Ödländer aus, die wir üblicherweise an Land ziehen. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingram. Und diese herrlich schmierige Schraubgrube ist der Ort, an dem du mich für gewöhnlich findest. Ist deine Powerrüstung zu eng im Schritt, droht die Pridwin abzuschmieren, läuft ein Roboter amok, dann komm zu mir. Schön, Powerrüstung, sarkastisch, eine Menge zu tun. Benimmunterricht, ja, das könnt ihr auch nicht schaden. Aber naja, bei so vielen Mannsbildern hier, ne, und bei dem rauen Umgangston, du hast eine Menge zu tun. Hört sich an, als hättest du alle Hände voll zu tun. Alle Hände voll? Verdammt, ich bräuchte noch ein paar Hände mehr, um hier mit allem fertig zu werden. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht 5 oder 6 Sachen kaputt gehen.
Und da ich hier feststecke, bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Naja, fehlende Beine. Ich verstehe. Schlägt sich wacker. Ist mir kaum aufgefallen. Boah, na, du schlägst dich wacker. Eigentlich scheinst du dich ja ganz wacker zu schlagen. Ist wohl besser als die Alternative. Wie dem auch sei. Du bist sicher hier, weil du eine Powerrüstung willst. Mhm. In Bucht 3 steht eine recht ordentliche T-60, die du haben kannst. Der linke Beinservo schmiert ein wenig, aber das Ding hält dir die Biester vom Leib. Oh, und wenn du an deiner Powerrüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück an die Arbeit. Danke, mir wäre es lieber gewesen, wenn du gesagt hättest, das Material. Ist es die? Nö, halt, das ist falsch. T3, ah, da hinten. Da haben wir den Vierer, ne? Tada. Und da ist die Dreier. Und das ist unsere. Boah, Shiviki. Ey, die schaut toll aus. Boah, ich werde unsere dann abstellen gehen. Und die werde ich dann holen gehen. Ja, ja. Wobei, schau mal, die da ist sogar frei. Ich könnte die alte hierher klatschen. So, ich ziehe mich mal aus. Hey. So. Geh dorthin. Na, so netter. Schnapp's dir. Verstanden. Wie Kaffee holen. Echt? Der hat. Was? Dorthin. Ich wollte die Rüstung ausziehen. Hier drüben. Das haut so nicht hin. Da. Ich kümmere mich drum. Entschuldigung, das ist gerade lustig. Negativ. Da komme ich nicht hin. Baladin Dance, Entschuldigung, das wollte ich so nicht. Ja, das geht aber nicht anders. Okay. Ich wollte nämlich irgendwie, so geht's jetzt vielleicht? Jetzt, Sir. Mir reicht es mit Lions und seinen törichten Ideen. Jo. Vortec. Ich will die mal kurz anprobieren. Nur mal so, was das so reinschlupfen, ne? Ach, die schaut schon toll aus. Schwuppdiwupp. Ich hab die nicht zugehört, weil ich gerade aufgeregt bin. Oh. Das nenne ich allzeit bereit. Oh, oh. Schauen wir mal. Ich habe sicher keine Taschen und nichts dran, ne? Ich kann aber immerhin trotzdem 3,22 schleppen. Kleidung. Wegen meinen Taschen. Okay, da würde ich auch gerne mal Taschen anbringen. 600 Schutz. Puh. 162 Schutz. Das ist aber nicht so schlecht, ha? Warte, ich ziehe sie nochmal aus. Na, Entschuldigung, falscher Knopf. Ich hatte jetzt überhaupt nichts, womit ich die aufbessern könnte, ne? Herstellen. Da ist sicher nichts da. Ja, und die Wissenschaft fehlt mir auch noch. Aber die schaut echt cool aus. Boah, ich will... Weißt was? Weißt was? Ich behalte jetzt mal fürs Erste. Die andere steht hier eh gut. Das passt schon so. Ja, ja. Ja, ja. Die nehmen wir. Die ist schon gekauft. Die ist auch so schön sauber und poliert. Nicht so wie die da. Oh Mann. Wenn ich noch einmal zu spät zum Appell komme... Lass mich Captain Carls 100 Liegestütze machen. Na, servus, Kaiser. Ich bringe jetzt mal zwei zusammen. Ja. La, 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 la. Kann ich da rein? Ist das gut, wenn ich das hier so aufbreche? Wenn ich das halt... Was? Feindselig? Hallo? Wenn du technische Dokumente findest, solltest du sie zu Proctor Quinlan bringen und analysieren lassen. Komm näher, Ritter. Ich beiße nicht. Versprochen. Auch hoffentlich. Wenn die mich in diesen verdammten Käfig gesperrt haben. Käfig? Nicht zum Plaudern hier. Sieht unbequem aus. Abstand halten. Käfig? Warum bist du da drin? Schön, dass du das fragst. Das hier ist das Versorgungslager. Und ich, wie du dir wohl schon denken kannst, bin der Quartiermeister des Schiffs. Proctor Teagan.
Die Führungsriege hat mich hier eingesperrt, damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse. Wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst, kannst du sie hier kaufen. Mhm. Sie kaufen, gut zu wissen. Das ist lächerlich. Sarkastisch. Nö, kaufen. Moment mal. Kaufen? Seit wann verkauft das Militär Ausrüstung an seine eigenen Soldaten? Seit jemand einen Haufen Bomben abgeworfen und jede einzelne Fabrik in die Luft gejagt hat, die Waffen und Munition herstellt. Oh. Es kostet Kronkorken, die Bruderschaft zu versorgen und jeder muss seinen Teil beitragen. Aber die gute Nachricht, dank der Kronkorken, die immer wieder reinkommen, kann ich dir auch Sachen abkaufen. Ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was brauchbar ist. Wenn du dir natürlich einfach nur ein paar Kronkorken nebenher verdienen möchtest, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Aha. Zusätzliche Arbeit. Sarkastisch, klingt gut. Klingt verdächtig. Nö, klingt gut. Ich könnte ein paar Kronkorken gut gebrauchen. Du brauchst sie und ich will, dass du sie bei mir ausgibst. Eine Traumkombination. Es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten besprechen. In der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst, eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition, musst du es nur sagen. So was stelle ich mir selber her, weil es billiger ist. Gut, sind wir denn jetzt fertig? Ich glaube ja, ne? Ja, dienstliche Tour. Boah, bald wieder Level up, up. Oh, Fisch. Den Abschaum des Commonwealth zu verschoben kann tödlich enden. Kennst du dieses Synths mit dem Plastikgesicht? Keine Gnade. Maxen. Okay, wir müssen wieder zum Maxen. Dann gehen wir einfach wieder runter. Nach unten drunten. Mhm. Boah, mir gefällt die Rüstung. Schnucki, wo bist du? Aha, er ist rausgegangen. Okay. Hoffe ich halt. Baum, 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 baum. Los, lade schneller. Dann würde ich mal vorschlagen, die nächsten oder den nächsten. Solltest du mal zum Ritter Captain Kate gehen? Ja. Da wird schon wieder scharf geschossen. Ich würde dann für mich selber oder für uns alle vorschlagen, dass wir den nächsten Skillpunkt vielleicht in Wissenschaft investieren. Servus. Die Crew der Pritven kennen, sind Sie bereit für Ihre nächste Mission, Schwester? Was für ein Auftrag? Von was für einer Art von Mission sprechen wir hier? Die Art Mission, bei der sich Ihr Training endlich bezahlt macht. Dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Fort Strong. Dort wimmelt es nur so vor Supermutanten. Diese widernatürlichen Kreaturen so nahe bei mir zu haben, dass man sie riechen kann, ist einfach unerträglich. Außerdem setzen sie auf einem großen Vorrat an Fatman-Munition, die wir für unseren Feldzug gebrauchen könnten. Ich möchte, dass Sie da hingehen, alles ausschalten, was sich bewegt, und den Munitionsvorrat für uns holen. Verstanden? Ei. Aber das könnte vielleicht auch dein Furz gewesen sein, dass du riechst, ne? Fatman-Bomben. Ja, da freut sich die kleine Zucki. Supermutanten, so gut wie erledigt. Zeitverschwendung, nein, ist so gut wie erledigt. Ja. Ich weiß, dass Sie mit dem Kampf gegen das Institut beginnen wollen. Aber das wird noch etwas warten müssen. Die Bruderschaft kann nicht zulassen, dass diese Monster über ein atomares Arsenal verfügen. Es wird mir eine Freude sein, diesen Mutantenabschaum zu beseitigen. Wir haben ein Vertibird für Sie. Bewaffnet und bereit zum Abflug. Nutzen Sie ihn, um unsere Botschaft nach Fort Strong zu tragen. Und diese dreckigen Mutanten dort auszulöschen. Wegtreten. Jawohl. Moment, ich trete und... Gut. Dann steigen wir mal in unseren Heli. Wenn dumm und hässlich ein Kind hätten, wäre es ein Supermutant. Das stimmt nicht. Wir kennen sehr wohl einen Supermutanten, der ist schlau wie du. Nein, schlauer wie du. Ja, und schlauer wie ich. Ja. Na dann, gehen wir's an, oder? Ho, ruck. Rot aus der Luft. Nur so wird geflogen. Jawohl. Alle Anzeigen stehen auf Grün. Wir sind bereit zum Start.
Juhu! Was wird da unten geschossen? Oder erschossen? Mit der über dem Flughafen verankerten Britman ist die Bruderschaft in Angriffsreichweite der Stadt. Wer ballert denn da? Ach so, das ist ein Schießplatz, oder wie? Ich hätte fast die eigenen Leute erschossen. Ja, das kann schon mal passieren. Supermutanti, Boot Boot, wo du sein? Hallo. Ah, da haben wir was. Na, klappt's? Machen wir was kaputt? Nö. Ich versuche es im Blickfeld zu halten. Behemoth. Oh, oh, wo? Wo ist er? Wo ist er? Jesus Marantana. Hallo, willst du mal was treffen? Bitte? Der Behemoth muss weg, bevor er uns abschießt. Alter, der verträgt was, ne? Wenn man bedenkt, ich habe letztes Mal 3 Fatmen oder so, oder 2, für den Kerl da verschossen. Alter. Würdest du bitte drauf gehen? Du yeah, 173. Falsch. 37, Entschuldigung. Ah, da geht's weiter. Bäumchen, Bäumchen, Bäumchen! Da ist auch einer. Der ist erledigt. Wo ist noch einer? Da hinten. Die Ding ist schon ganz heiß. Ist das normal? Da ist noch einer. Yeah! Komm näher, du Mistviech. Der ist auch erledigt, da drüben ist auch so ein Kerl. So, sind wir jetzt bald mal fertig? Der ist hin. Und ich hoffe, der ist auch hin. Noch jemand? Ich glaube nicht. Und trauen uns mal auszusteigen. Und mal was zu futtern. Tschüss. So, Paladinchen. Dann gehen wir mal die Leichen aufsammeln. Also, was sie halt bei sich hatten. Ich würde sagen, wir gehen mal darüber. Also, wenn da jetzt was überlebt hat, dann fange ich es glauben an. So wie ich jetzt da drüber geballert habe, da kann nichts mehr überlebt haben. Das tut mir die Supermutanten schon fast ein bisschen leid, ey. Bam-bada-bam. Bam-bada-bam. Wo war denn dieser... Herrscht eine ziemliche Unordnung. Ach, was du nicht sagst. Was du nicht sagst. Das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Haben wir da Cola? Nein. Ah, da ist er ja. So, schön den Hintern ausluten. Wen haben wir da? Anwärter der Bruderschaft. Oh, oh. Nicht gut. Nicht gut. Haben wir da noch irgendwas? Einen Aschenbecher. Verbranntes Modemagazin. Ja, ich denke, ich muss da nochmal ein bisschen zurückgehen. Die Häuser weiter oder besser anschauen und durchsuchen, wenn man das halt noch Haus nennen kann. Dieses zusammengefallene irgendwas hier. Denn verbranntes Buch und so. Hier könnten durchaus wertvolle Sachen versteckte sein. Ja, das wäre möglich. Wilder Mais zum Beispiel.
Den Mais haben sie wild gemacht. Muhahaha. Ja. Was haben wir da noch irgendwas? Dam dil dil dal dam dil dam. Hm. Dam dal 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 dam di dam. Scheinwerferchen, einen Gartenstuhl. Hm, Klingenkorn. Kronkorkenvorrat und eine Angel. Eine feine, hübsche Angel. Was haben wir da? Okay, das hat jetzt nur noch irgendwas ausgeschaut und ist in Wirklichkeit nichts. Aber weniger als nichts. Nuka-Cola. Jo, gut. Und jetzt, wo alles umgeschossen ist und so, was haben wir da noch Schönes? Eine hübsche Vase. Eine silberne Taschenuhr. Für mich ist das ein archäologisches Relikt. Ah. Jo. Hier haben wir nichts. Was? Nein, nur Stuhl. Okay. Jo. Und da war ich jetzt da schon drin? Nein, ne? Nein. Einen Ordner. Da haben wir einen Teller, ne? Jo. Naja, gut, viel ist hier nicht, ne? Nein, nein, viel ist hier nicht. So, und ich denke mal, Horuk. 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 Hier dürften wir dann schon richtig sein, ne? Mal schauen. Oh, da schauen wir noch eine hübsche Vase. Oh, Tato-Blüte. Eine Tato-Blüte. Und die ist auch wild. Hm, schöne alte Kanonen. Und natürlich Kanonenkügelchen. Aber die kann man scheinbar nicht für solche Dinge verwenden. Da ist auch noch eine. Da ist ein Aschenbecher. Eine Schaufel. Jo. Und dann würde ich meinen... was? Ja. Hübsches Feuerchen. Haben wir da noch irgendwas? Ja. Karottenblumi. Eine hübsche Bank zum Sitzen. Da haben wir einige Bierfläschchen. Zigarrenkiste. Mhm. Da sind auch noch ein paar Kanonenkugeln. Ein Teddybär. Ja. Aber der Teddybär ist ein bisschen unheimlich, finde ich. So. Da, schau mal, was da noch ist. Patrönchen. Super. Und dann würde ich meinen, wir gehen gleich mal rein, oder? Jo. Zeit haben wir ja noch, also gehen wir gleich rein. Fort Strong. Waffenkammer. Mhm. Ja. Lade und so. Pass auf, wo du hintrittst. Hier liegen viele Trümmer. Ja. Trümmer ist gut gesagt. Ich glaube, ich kann gleich mal die Buffen zücken. Kein grünes Zeug. Ja. Achso, ich soll nicht schleichen. So, ich tue immer. Langweilig. Ja. Ich tue nämlich. Da? Nein. Was ist das? Da ist niemand, du riesengroßer, hirnloser Doofi. Was war das? Nix war da. Du brauchst da niemanden abreißen. Kriegen Hunger. Ja, Hunger. Was? 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 Wie? Dance? Dance, was? Dieser Paladin macht einen schwach. Wie?
Ich komme da nicht hin. Wie ist denn die jetzt dahin? Trottel. Da. Okay. Haha, nix erwischt, Trottel. Super, wo zielst denn du hin? Ist jetzt Ruhe? Na? Ha. Alter, wieso geh ich jetzt schon wieder so langsam? Falsch. Das hat er dann einfach so verheizt. Hallo? Das sind meine Erfahrungs... Ja, wie denn? Alter, da kannst du halt mal irgendwas machen. Warum gehe ich denn jetzt schon wieder so langsam? Hallo? Bin jetzt überladen. Wie geht denn das? Hey! In Ordnung. Mal sehen, bitte. Was du gefunden hast. Ja. Hilf mir mal schleppen, gnädiger Herr. Also, du kannst das haben, das haben, dieses und jenes und das auch und das auch. Da alle fünf gleich und da geht auch was. Das auch. Ja. Sowieso. Ja. Und ja. Dann natürlich Kleidung. Das ganze Graffel hier. Noch irgendwas? Nein. Einen Moment, muss mal kurz am Kopf kratzen. So ja. Das kannst du alles haben. Okay, man kann nicht schleppen. Passt, sehr schön. Gute Aussichten. Das nehmen wir alles mit. Ein Salzstreuer, aha. Schöne Tabletts. Fesche Zigaretten. Die werden wir alle wunderbar für unsere... Für unsere Siedlung ist das, du kennst dich wieder mal gar nichts aus, ne? Willst du ein Paladin sein, willst du den Menschen was Gutes tun, dann weißt du nicht einmal, für was man dieses Material brauchen kann. Sagt er da einfach Müll? Das sind wertvolle Rohstoffe, du Pfosten. Unglaublich. Unglaublich. Da schau, sogar Schimmel essen, ja? Ist bestimmt für irgendwas gut. Vielleicht können wir damit Supermutanten vergiften. Ja. Ja, mit dem Zeugs. Wunderprächtig. Was haben wir da noch hier? Toll. Supi. Ja, mit dem Zeug. Eine tolle Säge. Und hier haben wir noch Sachen. Da haufenweise Besteck. Jawohl. Da oben noch irgendwas drin. Nein, leider nicht. Aber da vielleicht. Irgendwas? Nein. Aha. Aber hier gibt's was. Ein Bleistiftelein. Handschellen. Die kann man auch immer brauchen. Vor allem, wenn es dunkel wird. Moha. So, ja. Perfekt. Und auch hier vielleicht noch was? Nein. Da. Schienbein. Ja, ein Ersatzschienbein ist auch nie verkehrt. Wenn da mal einer reintritt, kannst du schnell wechseln und dann ist alles wieder gut. Eine Kamera. Hier ist schon recht viel glumpert. Da hat er schon recht, das ist schon alles Schrott. Aber wie gesagt, das verarbeiten wir alles. So. Aha, da hat es auch einen dahin gerafft. Achso, dann haben wir schon... Achso, da kommen wir raus. Okay. Na, Zahnpasta. Hallo? Schnapsglas. Technische Dokumente. Aha. Ding, 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 ding. Da haben wir schon was gefunden. Für unseren Paladin-Kollegen. So, ja. Sonsten sind wir hier, glaube ich. Boah. Das schaut nicht mehr gut aus. So. Halt, was ist da?
Aha, natürlich. So, die sind ja gelootet. Das müsste passen. Dann haben wir hier noch was. Und da noch was. Einen Aufzug, den benutzen wir später. Nuka-Cola-Flasche. So, dann hier. Ah, hier sind auch noch ein paar Opfer. So. Jo, da geht's leider nicht drauf. Mhm. Ach, du Heilige. Na, großartig. Also, super. Aha, da haben wir auch noch was. Jupp, das wär's hier mal. Mhm. Na, da waren wir noch nicht. Okay, warte kurz. Warte kurz. Zuerst noch hier reinschauen. Damit ich ja nichts übersehe. Verflixt und zugenäht, der Part ist auch schon wieder vorbei. So ist da nichts. Hier ist ziemlich viel Müll. Es könnte aber von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. Ja, mach ich doch, mach ich doch. Nur kein Stress, gnädiger Herr. Achso, da geht's rauf. Erfolgreich. Geht's da erfolgreich rauf? Oder. Huch. Bleh. Mit etwas Hüpfen klappt das irgendwie. Oder wahrscheinlich wäre ich sowieso hier rauf gelangt. Aha, da drüben ist was. Wow. Langsam. Yeah. Super. Da ist auch noch was. Kronkorken. Mehr nicht. Und eine Cola-Flasche. War. Jo. Puh, na prima. Da würde ich sagen, wir machen im nächsten Part hier frisch fröhlich weiter. Wir haben eh noch einiges zu looten. Und ja. Werden wir dann probieren, sofern der Dungeon nicht allzu groß ist, ihn auch gleich zu beenden. Jawohl. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ja. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.